Ganz vorne angefangen, startet die Geschichte in Berlin. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin da geboren, bin da aufgewachsen. Carlo Blatz früher. Für Leute, die mich nicht so gut kennen oder die noch nicht so eng mit mir zusammenarbeiten, neu anfangen, dass man einfach nochmal so die Meldung hat, hier, da bin ich und das ist übrigens, was ich mache. All diese Themen, dass ich viel im Startup-Bereich unterwegs bin, als Business Angel, Startups unterstütze, all solche Sachen, die man von dem Carlo Blatz, der Flash-Buchautor, natürlich nicht kannte. Meine Wurzeln waren wirklich mal 1997 im Bereich Flash, wo ich hier in der Interaktivszene quasi mir einen Namen gemacht habe mit den Büchern, mit vielen Vorträgen und sowas. Aber die Agentur, die daraus entstanden ist, heute Interactive Pioneers, hat sich halt sehr stark von der Technologie wegentwickelt. Sehr viel Mobile, was dazu gekommen ist, heute über 50% Mobile-Projekte, Social sehr viel, also im Facebook und Co. Sehr viel Arbeit passiert hat hier in Köln, vor allem natürlich wegen der Firma, die ich hier zusammen mit Philipp Kraft, meinem Partner, habe. Und das aktuelle Produkt, also unser Software-as-a-Service-Shop-System, heißt super.com. Ja, E-Commerce ist so vor 3 Jahren tatsächlich wirtschaftlich interessant geworden. Hier natürlich bei Supreme, wo wir jetzt viele tausend Shops schon eröffnet haben. Da haben wir uns also eine Nische gesucht. Wir können nicht alle im E-Commerce erschlagen, sondern wir können genau die Leute befriedigen mit dem Produkt, die sagen, ich will schnell online gehen, ich will ein schönes Ergebnis haben, mir reichen diese Funktionen vollkommen aus. Sehe mich selber einfach als Gründer, der ich selbst noch gründe, aber auch natürlich schon viele, viele Jahre Erfahrung habe und durch fast alle Zyklen eines Startups mal durch bin. Begeisterung in mir auslöst, mit Gründern zusammen zu sein, die explizit was vorhaben, an einem Punkt stehen, an dem man einfach vor, weiß ich nicht, 3 Jahren schon mal war und denen zu sagen, pass auf, ich würde so machen. Also ich kann in 20 Minuten so viel helfen, womit die, weiß ich nicht, 6 Monate wieder was zu tun haben oder kann ganz effizient, ganz schnell, bin ich ja auch ein bisschen bekannt dafür, dann das rauszurotzen und zu sagen, so bam, 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 das musst du wissen, das kannst du machen, sprich mal mit dem, etc. Und denen ist wieder geholfen. Das ist dann der Engeleffekt tatsächlich. Oh, ein sehr, sehr großes Thema ist natürlich das Pitchen. Das ist so von Thomas Grother, mir, Oliver Tillmann, also alle, die regelmäßig auf diesen Events sind, natürlich auch ein bisschen so das Leid, ne, dass man oftmals schlechte Pitches sieht. Und das Problem der Startups ist häufig, sich nicht in die gegenüberliegende Seite reindenken zu können und zu gucken, was will der eigentlich hören, was braucht der? Nein, aber ich würde auch schon sehr klar sagen, wenn nach 1-2 Minuten es noch nicht auf dem Punkt ist und weiß ich nicht, ich so da gar nichts mit anfangen kann, dann würde ich schon klar sagen, hey, da kann ich dir nicht helfen. Grundsätzlich erstmal 2013 sehe ich auch positiv. Ich glaube, es wird viel Neues entstehen. Es werden hier in Köln auch viele Fäden hier zusammengeführt werden. Leute entdecken diese Startup-Szene, wollen auch ihren Teil vom Kuchen abhaben und bringen sich ein. Das wird also ein großes Wachsen. Ich finde, dass Köln sehr, sehr nah an den Medien vor allem dran ist und dass da noch enorm viel Potenzial ist, mehr als Second-Screen-Apps. Ja, wo man einfach mit der Medienwelt gemeinsam tolle Konzepte ausprobieren kann. Da kann eine Startup-Welt denen richtig helfen. Aber ich finde, gerade so für E-Commerce und für die Medienwelt könnten wir uns hier in Köln so engagieren, dass wir da wirklich einen Hub aufbauen, dass die Ressourcen hier sind, dass die Universität da mehr aufbaut und mitspielt. Wir kriegen aus Aachen viele gute Techniker mit dazu. Schöner Spagat einfach, der Ruhrpott ist nah dran, wo viele coole Leute herkommen. Natürlich teilt man irgendwo und gibt was ab, aber da ist 1+1=3. Also wenn man da die richtigen Leute hat, entsteht ja viel mehr, als man alleine schaffen könnte. Da stehen ja wieder tolle Kreuzverbindungen. Das weiß ich nicht, hier macht ein Startup gerade mal dicht. 2013 werden noch ein paar dicht machen, da sind wir ganz sicher. Und die Leute können ja sofort weitermachen, die müssen ja nicht mehr die Adresse wechseln, die gehen sofort ins nächste rein, weil sie immer noch gute Entwickler sind. Und die haben wir ja hier in der Gegend. Also diese Vorteile jetzt zu nutzen, das begeistert mich. Und wenn man jetzt vergleicht, was ist der Unterschied zwischen Köln und Berlin in dem Fall? Ich glaube, in Köln ist nochmal viel stärker dieses Gemeinsammachen. Also da glaube ich, haben wir einfach Vorteile gegenüber einem Berlin.